Hast du einen schönen Tag, he? Mit guten Ergebnissen lässt sich immer besser in die Woche starten. Man merkt das einfach allen an, dass wir langsam uns selbst wieder deutlich mehr zutrauen. Das, was man die Woche über besprochen und trainiert hat, wenn das dann in Ergebnisse dann am Ende auch einzahlt, dann ist es natürlich deutlich, deutlich besser und schöner für die Gemütslage. Man hat auch schon in dem Spiel extrem gemerkt, wie heiß das ganze Stadion schon vorm Anstoß war. Beim Aufwärmen hatte ich schon wirklich so ein bisschen Gänsehaut, weil die Fans richtig mit 110% da waren. Alle haben die Wichtigkeit dieses Spiels gespürt und dann natürlich mit Tor für Tor kam die Erleichterung dann auch immer mehr zum Vorschein bei uns an. Im Großen und Ganzen sind wir alle ein eingeschworenes Team, machen viele Sachen zusammen, aber jeder hat so ein bisschen seine eigenen Hauptaufgabengebiete. Bei mir sind es die Standardsituationen, um die ich mich kümmere, wo ich die Woche über dann immer viel schaue, was der Gegner macht, wo da für uns in der Offensive, in unserer eigenen Offensive Möglichkeiten sind, um gut und gefährlich die Standards vors Tor zu bringen. Darauf einzugehen, was Dinge sind, die dafür sorgen, dass wir so gut sind. Und das sind nicht unbedingt immer nur am Ende die Jungs, die den Ball über die Linie drücken. Es sind auch ganz viele kleine Details, die für mich wichtig sind. Laufwege an anderen Positionen, wo wir einen wegziehen, Blocks. Und nicht nur der zu sein, der am Ende jubelnd als Torschütze wegläuft, sondern der vielleicht auch den Weg dahin ebnet. Es gibt dann immer jede Woche fix vom Trainer, vom Bo, 15 Minuten für mich, die ich dann mit den Jungs arbeiten kann in dem Bereich. Meistens ist das der Freitag. Wir haben so grob Zielräume, wir haben so grob für die Jungs festgelegt, wo wir am Ende Leute stehen haben wollen. Also das sieht man, das ist ganz, ganz schön gleichmäßig aufgeteilt, dass wir sowohl im vorderen Bereich als auch zentral und auf jeden Fall immer jemanden auch im langen Bereich haben wollen. Da sind sie auch sehr frei. Ich sage jetzt nicht, Hanke Olsen muss immer auf dem ersten Pfosten durchgehen, sondern ich will nur am Ende, dass das ungefähr die Positionen besetzt sind. Nadim macht das überragend. Nadim ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor mit seinen Bällen. Der macht natürlich viel Freude da jedem Mainzer und auch jedem im Trainerteam von uns. Im Großen und Ganzen ist es mir egal, wenn wir ein Spiel 1-0 gewinnen, ob es ein Standardtor ist oder nicht. Ist eher andersrum, dass ich defensiv mich da so ein bisschen auch mit in die Verantwortung nehme und denke, bei Defensivstandards, so Jungs, jetzt komm, jetzt räumt den Ball irgendwie ab. Im Defensivbereich gibt es, glaube ich, unendlich viele Dinge, die man zeigen könnte, die am Ende in keiner Highlightshow landen. Leo Barrero kann ich da immer nur hervorheben, wie unglaublich gut Leo Gegenspieler deckt, die manchmal anderthalb, zwei Köpfe größer sind als er. Philipp ist auch ähnlich, ist guter Mann. Johnny muss das manchmal machen. Die Innenverteidiger sowieso, die machen das top. Das machen die Jungs im Moment überragend, die haben da Bock drauf. Da macht es einfach unheimlich Spaß, da in dem Bereich mit den Jungs zu arbeiten. Ja, bei Standards sind sie gut, haben ein paar große Jungs mit da auf dem Platz. Aber wie gesagt, ich habe großes Vertrauen in die Jungs, dass sie das wegverteidigt bekommen, dass sie es mit der gleichen Konsequenz und Leidenschaft machen wie in den letzten Wochen. Und ja, für die 90 Minuten auf dem Platz gilt auch dasselbe. Sie haben sicher eine große Qualität, was die Einzelspieler angeht. Kramaric kann man da, glaube ich, ganz vorne wegnehmen, Weghorst. Da müssen wir auf der Hut sein, aber ja, wir haben auch mittlerweile ein Selbstbewusstsein und auch eine Überzeugung, gerade hier in den Heimspielen, dass wir sagen, mit unserer Leidenschaft, mit unserer Power werden wir es jedem Gegner hier sehr, sehr schwer machen und sehr, sehr, sehr hart um die drei Punkte kämpfen und hoffentlich erfolgreich sein.